Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2, Part 64 von mir auf 94. Der letzte Part war nicht 64, da habe ich mich vertan. Aber irgendwie habe ich gerade im Kopf, ich hätte 34 gesagt. Ich weiß nicht warum. Naja, hört sich so gleich an. Okay, im letzten Part haben wir dem Typen den Arm gebrochen, indem wir ihn voll in den Schritt gehauen haben. Und jetzt wollen wir mal mit Rosa sprechen, dass sie uns mal hier auf die Probe stellt an der Frari-Kirche. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Okay. Den Turm so schnell wie möglich mit Hilfe des Klettersprungs erklimmen. Okay, und soweit ich weiß, ging das von der Seite am schnellsten. Mal gucken, wo. Ja. Also 5 Minuten Zeit haben wir dafür, das sollten wir wohl locker schaffen. Wenn man sich mal diese ganzen Zeiten bisher anguckt. Ich kletter. Shit, bisschen nach rechts. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich möchte hier schnell hoch. Ich glaube, wenn man das wirklich in einer Minute schafft, bekommt man dafür auch irgendwas. Geschafft. Es ging doch recht gut. Oh nein, runter, runter, runter. Puh, ich hab's noch nicht in einer Minute geschafft. Fuck, die paar Sekunden. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Okay. Und schon wieder ordentlich Geld bekommen. So, und jetzt haben wir diesen Teil von Venedig freigeschaltet. Komplett. Und puh, ich könnte Codex-Seiten jagen. Boah, 3 Sachen, zu denen wir können. Was ist denn hier? Das ist die Diebesgilde, das ist Leonardo und... Ach nein, das waren 2 Sachen. Das hier ist ja einfach nur noch nach Forli. Gehen wir mal hier hin, holen uns kurz die Codex-Seite und dann hauen wir wieder ab. Kurz die versteckten Klingen wieder ausrüsten. Buongiorno. Ja, hi. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Ihr könnt mir das ja auch nicht sagen, weil dieser Part wird schon sau alt sein, wenn ihr den seht. Bin ich hier? Bin ich hier? Das ging schnell. Und auf geht's. So, wollen wir mal gucken, was die so bei haben. Ein Wurfmesser. Ist doch gut. Hier ist überhaupt niemand mehr sicher. Als nächstes holen sie wohl mich. Ja. Sollen wir den noch töten? Psst, halt die Klappe. Hört doch keiner, wenn du nicht so rumschreist. Nee, das ist nicht Leonardo. Oder meinst du, der wird draußen stehen? Ist die Wache denn unfähig, der Die Stadt ist gefangen in Angst, verschreckt von den fürchterlichen Taten eines Mannes. Nein! Ah, das war eine Wache. Du wirst nicht ha? Achtung, Jungs! Das ist kein Anfänger! Ich halte zusammen! Ich will nicht sterben! So, jetzt aber. Nehmt die Tasche! Hab ich doch schon. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer! Komm, Messer! Ah, das finde ich so unangenehm! Komm, guckt euch mal das Messer an, das sieht doch schon so unangenehm aus! Da musste der aber auch aufpassen, dass er sich nicht selber sticht, ne? Oh, guck mal, das Messer, was da unten rechts liegt gerade, das haben wir, soweit ich weiß.
Ich kann mal kurz gucken. Ja. Ach ja, schon freuen sie sich wieder. Schön, ne? Überall liegen Leichen rum, Hauptsache sie freuen sich. Ja. Das ist doch gut. So, eigentlich wollte ich hier den Typen bestechen und beklauen. Aber, Taschendieb. Nein, der kommt mir aber gerade nicht entgegen, das ist doof. Toh, und hier sollte ich besser nicht den Steckbrief abreißen, weil dann sehen die mich. Oh, mein Ohr! Unter einem Umhang lauert des Nachts auf einem Dach der Freund des Farben. Da oben. So. Noch ein Zettel, dann sind wir immun. Immun nicht, inkognito. Habe ich eigentlich schon mal mit dem Besen gekämpft? Ich weiß es nicht. Doch, habe ich schon. Habe ich doch 3 Guards auseinandergenommen. So, jetzt sind wir wieder inkognito. Da können wir uns ja jetzt wieder hier scheiße benehmen, ne? Wenn ihr mir aus dem Weg geht. Hier ist keiner. So, das war's. Nochmal ein bisschen schniefen. Bisschen plündern. Und gucken, was uns diese beiden Codex-Seiten bringen. Wenn sie vier philosophische Codex-Seiten haben, bla bla bla. Das heißt, wir kriegen wieder ein Gesundheitsdreieck dazu. Bla. Halt die Klappe, nenn mich nicht Hund. Wuff. Ja, das Schwert habe ich schon wieder weggetreten. Und dann wollen wir nochmal den gleichen Zettel abreißen. Wer auch immer den da dran gemacht hat. Vor allem, so ein Pfeil, der bleibt da nicht ganz einfach so in einer Hauswand stecken. Ich meine, hallo? Ach, scheiße. Es scheint ein Dieb zu sein hier, weil das Ausrufezeichen ist auf dem Dach. Leonardos Werkstatt in Venedig, das kennen wir aber schon. Leonardo! Ja, Leonardo. Es ist gut, dich zu sehen. Hi. Wie kann ich dir helfen? Du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Kennt man, ne? Ich hätte natürlich auch noch jeder einzelne. Man muss nur jeden zweiten Buchstaben bewegen. Hier. Also ich wäre da nicht so schnell drauf gekommen. 2 Codex-Seiten entschlüsselt und ein Gesundheitsquadrat dazu gewonnen. Dann wollen wir mal gucken, was es noch so gibt. Sollen wir das machen? Ich weiß nicht, 7 Minuten? Ja, komm, schnell. Dann haben wir das auch schon fertig. Und dann mal sehen. Dann müssen wir jetzt schon wieder hier hochklettern. Ich habe gerade irgendwas mit Ecstasy verstanden. Dann wollen wir mal gucken, wie das Templer-Versteck so aussieht. Und vielleicht, wenn ihr Pech habt, dann ist der nächste Part ein bisschen kleiner. Kürzer, nicht kleiner. Kleiner wäre gut. Ach, das Ding ist es, glaube ich. Jupp, kenne ich noch. Santa Maria Gloriosa dei Frari, oder auch Frari genannt. Erkunden und den darin versteckten Templerschatz finden. Okay. Das heißt, hier drin gibt es kein Siegel, um irgendwas von Alter Ehe freizuschalten. So, jetzt sind wir hier runtergesprungen, nur um wieder hochzugehen. Gut, ne? Schöne Deckenbeleuchtung. Hahaha, ja, 7 Minuten, das wird scheiße. Ich weiß nämlich noch ein bisschen, was hier gemacht wird. Hahaha. Ja, lustig. Ich sag, hey, 7 Minuten. Schnell. Mal so eben. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo geht's hoch? Musste ich hier runter? So, hier könnte ich hoch. Oder? Ja!
Nein? Doch. Bestimmt. Ja, es geht. Ha. Erste Hürde überwunden. So, weiter geht's. Vielleicht schaffen wir das ja doch in 7 Minuten. Ich wette, genau weil ich das jetzt gesagt habe, falle ich hier irgendwann runter. Ich wette, weil ich das gesagt habe, ist das irgendwann sogar recht früh. Also sonst hier scheint nicht irgendwie was Geheimes zu sein, oder? Oh. Hey, war das beabsichtigt? Ich glaube. Ah, guck mal, als wir da runter, als wir da unten rausgekommen sind, sollten wir die Wand hoch und dann dieses Gerüst, glaube ich, und dann konnten wir eigentlich erst darüber, aber geht ja auch so, ne? Jetzt weiß ich gerade nicht, wohin. Ich denke einfach mal da auf den Deckenleuchter. Einfach mal hier so durch die Drähte durchgehen. Wenn das überhaupt Drähte sind. Ja, ich glaube mal nicht, dass Seile sowas so lange halten würden. Ey, nicht buggen. So. Gucken. Vielleicht gibt's hier einen geheimen Raum oder so. Bene. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Ja, aber ich wette, dahin, um dahin zu kommen, braucht man auch mal einen Weg, ne? Ach ne, da ist eine Leiter in der Nähe. Das heißt, das geht recht leicht. Ich gucke hier immer noch nach geheimen Orten oder so. Also irgendwelche Plätze, wo vielleicht noch ein Schatz sein könnte. Egal, weiter. So, hier dran. Ja, nein, nein. So, genau. Und drüber. Uhr geguckt. 3 Minuten noch. Das ist richtig praktisch. Praktisch mit Ü. Und da müssen wir hin. Jetzt dürfen wir nicht zu voreilig sein, ja. Sonst wäre ich dann nämlich jetzt rüber gesprungen. Ah, jetzt wäre ich auch noch angeschrieben. Keine Zeit. Muss zocken. Warte. Geheimer Raum entdeckt. Wenn er jetzt nicht rumbangen würde. Wie komme ich denn da hin? Hallo? Ach, bestimmt. Ja, ich glaube, ich sehe es. Ich muss hier erst um die Ecke. Und dann... Nee. Komme ich denn da hin? Ach, ja, ich hab's gesehen. So, hier lang. Und ich hoffe, der schafft diesen Sprung. Ach doch, schafft er. Ha! So, und rüber. Ha, geheimer Ort entdeckt. Geheimbereich, nicht Ort. Glück gehabt. Ist da noch irgendwie sowas irgendwo? Scheint nicht. Aber wie es schon so oft heißt, er scheint trügt. Aber scheint, ja, toll, scheint wohl wirklich so. Alter, ich nehme auf! Hör mal, was meinst du, warum ich hier AC2 spiele? Ach, der wird das schon merken. Vor allem, ich dachte erst, das wäre einer aus dem Teamspeak, weil mir der Nickname so bekannt vorkam. Aber schien wohl nicht so... Ey, sag mal. Gott, das muss ja wirklich ein bisschen was sein. Okay. Haben wir den nächsten Weg nach oben? Falls wir abstürzen. Und 14,5 Minuten. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Hier lang. Ja. Nee, toll. Schön. Puh. Aber egal, wir haben ja hier das Ding gerade. Na? Falsche Seite. Nee.
Sag mal, haben die Scheinwerfer oder was ist das für ein Lichtbug? Ach, jetzt will er hoch. Naja, dann mache ich jetzt mal einen Cut, werde dem Typen sagen, dass ich schon mit GRP geschrieben habe und dass ich gerade aufnehme. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.